Hier nun also machen wir weiter mit dem vierten Video zum achten Kapitel meines Buches, zur Kapitelüberschrift Die real existierende BRD. Und wir werden heute sehen, wie sich im westdeutschen Teilstaat sehr bald Anfang der 1950er Jahre Richter, Beamte, Politiker in Größenordnungen festsetzen, die schon zuvor im jüngst vergangenen nationalsozialistischen deutschen Staat tief verstrickt gewesen sind. Und wir hatten geschaut, wie das eben durch dieses 131er-Gesetz ins Werk gesetzt worden war. Und wir konnten das auch erklären aufgrund der soziografischen Zusammensetzung des Parlamentarischen Rates, wo ja im Grunde genommen Berufspolitiker und Berufsbeamte unter sich waren, sodass eben diese Interessen aus dem alten, untergegangenen Staat auch über die Debellation hinaus durch das Kondominium in eben die real existierende BRD transportiert werden konnten. Das ist also das eine. Dieser angeblich geläuterte Staat nach einem angeblichen Neuanfang, der keiner war, hatte von der ersten Stunde an Dreck am Stecken. Auf der anderen Seite werden wir sehen, wie dieser Staat sich genauso von der ersten Minute an als Gesinnungsstaat aufspielt, der also die große Linie vorgibt, der das Narrativ vorgibt, der sagt, was man öffentlich äußern darf und was man nicht äußern darf und was unter Verbot steht, der dann auch bald Parteien verbietet. Und das ist ja bis heute so geblieben. Wenn wir jetzt gerade mal an die neueste Novellierung des Paragraph 130 StGB denken, da wird uns ja jetzt schon vorgeschrieben, wie wir über bestimmte Kriegsverläufe zu denken haben, beziehungsweise wie wir darüber zu sprechen haben. Die Gedanken sind ja immer noch frei, solange man sie nicht äußert, aber wenn man dann ein allzu offenes Wort spricht, kann einen das schon vor den Kali bringen. Also einerseits in den Innereien dieses Staates hochbelastete Strukturen und Personalien und andererseits spielt sich der Staat von der ersten Stunde an als Nanny-Staat und als pädagogisierender Erziehungsstaat auf. Also eigentlich schon eine Ungeheuerlichkeit an sich. Und schlimmer noch, im Verlaufe der Geschichte ist jedenfalls in der Breite das Wissen über die zutiefst belasteten Personalien und Strukturen eben in den Verwaltungen, in den Ministerien, in den Gerichten, in den Staatsanwaltschaften und so weiter, ist verloren gegangen. Das weiß heute kaum noch jemand. Während dann diese Bußfertigkeit und die Tradierung dieses Schuldspruches, der ja zurückgeht auf das Potsdamer Abkommen, also dieser folgenreiche Schuldspruch über das deutsche Volk, wo eben gesagt worden ist, dass dem deutschen Volk die Verantwortung für die Untaten des nationalsozialistischen deutschen Staates eingeredet werden müssen. Das ist also eine Agenda, die dann gerade Adenauer auch pflichtschuldig übernommen hat. Das haben wir ja an einigen O-Tönen auch schon nachgewiesen. Und wie das sozusagen bis auf den heutigen Tag beibehalten wird, teilweise sogar noch in den 1980er und 90er Jahren verschärft worden ist, da spielt die Grüne Partei, die damals noch junge Grüne Partei, spielt da eine entscheidende Rolle, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber wie das Wissen darum, wie vergiftet eigentlich die Strukturen dieses Staates von der ersten Stunde an gewesen sind und welche hochproblematischen Personalien da unterwegs gewesen sind und mitgetragen worden sind, wie dieses Wissen dann nach und nach vergessen worden ist. Und wir sollten, wenn wir jetzt weiter durch die Geschichte der real existierenden BRD schreiten, wir sollten niemals unsere Grundunterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft vergessen, um das Ganze auch noch einordnen zu können und auch um ermessen zu können, was dieser Staat
dort tatsächlich von der ersten Minute an generalstabsmäßig geplant und massenpsychologisch durchaus mit Macht und Plan umgesetzt dieser Gesellschaft, gerade auch, ich sage mal, mit Blick auf ihr kollektives Bewusstsein, was dieser Staat dieser Gesellschaft von der ersten Minute angetan hat. Also das müssen wir so ein wenig im Hinterkopf behalten, weil wir sonst eben nicht verstehen, was eigentlich vorgeht und weil wir sonst eben in diesen fatalen Fehler verfallen können, wie manche Zeitgenossen sagen, wir sind der Staat. Also das ist das Schlimmste, sozusagen kognitiv oder intellektuell ist das das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man das tatsächlich sich zu eigen macht und sagt, wir sind der Staat. Also dann ist sozusagen die kritische Distanz oder der archimedische Punkt, von dem aus man überhaupt verstehen kann, was dieser Staat ist und was er tut und was er für eine Agenda verfolgt, dann ist das verloren. Ja. Also die Grundunterscheidung ist die zwischen Staat und Gesellschaft und die Gesellschaft ist eben gerade nicht der Staat. Ich mache also weiter im achten Kapitel 8.12. Verbandelung im NS-Staat, egal, Hauptsache Antikommunist. Zu allem Überfluss war es Adenauer gelungen, seinen engen Vertrauten Walter Hallstein als ersten Präsidenten der EWG-Kommission in Brüssel zu platzieren. Von 1958 bis 1967 hatte Hallstein diese Position inne. Auch dies eine Personalie mit Vergangenheit, die in Adenauers dreckigen Wasser schwamm. Der Jurist gehörte im nationalsozialistischen deutschen Staat, in dessen Diensten als Hochschullehrer er sich befand, unter anderem den einschlägigen für seine Profession karrierefördernden Bünden an, NS-Rechtsfahrerbund und NS-Dozentenbund. Wie wir bereits hinlänglich festgestellt hatten, waren diese Zugehörigkeiten einer Karriere im westdeutschen Teilstaat jedenfalls nicht hinderlich und erwiesen sich alte Seilschaften als unvermindert tragfähig. Immerhin brachte Hallstein auch die Schlüsselqualifikation des Antikommunismus mit. Noch aus seiner Zeit als Staatssekretär des Auswärtigen Amtes schmückte sein Name die Hallstein-Doktrin aus dem Jahre 1955. Sie besagte, dass die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen durch einen Drittstaat mit der DDR von der BRD als unfreundlicher Akt angesehen würde. Deutlicher ausgedrückt, wer German Money haben wollte, sollte sich von der DDR fernhalten. Dies alles ging zurück auf die krause Idee der Rechtsnachfolge des Phantoms Deutsches Reich durch die BRD und den daraus gedrechselten Alleinvertretungsanspruch und war auf verschlungenen Wegen wiederum wahlverwandt mit den Ambitionen der Westalliierten, die sich anschickten, aus dem Ost-West-Konflikt als Sieger der Geschichte hervorzugehen. Ausgeheckt hatte die Hallstein-Doktrin in Wahrheit, wie wir bereits gesehen haben, Wilhelm Greve. Insofern Greve als Adenauers Mann für die gerade benötigten staats- und völkerrechtlichen Narrative nicht allein den einschlägigen NS-Bünden, sondern anders als Hallstein seit 1933 auch noch der NSDAP angehört hatte, hielt man es für geraten, mit diesem tief ideologisch getränkten Machwerk, das die deutsche Teilung im Übrigen weiter zementierte, nicht unter dem Namen Greve-Doktrin in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern Hallstein-Doktrin. Als nun am 25. März 1957 die Vertreter der Gründerstaaten der EWG in Rom zusammensaßen, wurde der Ost-West-Konflikt, Koreakrieg, Indochina-Krieg, Suez-Krise, Niederschlagung der Aufstände in der DDR und Ungarn unvermindert in
einem akuten Stadium gehalten. Und die Hallstein-Doktrin entsprach diesem Zeitgeist und dem Denken und Handeln der kalten Krieger transatlantischer Provenienz. Es mag nicht zuletzt diese Referenz der Hallstein-Doktrin, die ja letztlich nur eine Übertragung der Domino-Theorie des US-Außenministers John Foster Dulles auf europäische Verhältnisse gewesen sein, die die Wahl der Regierungschefs auf Hallstein als ersten Kommissionspräsidenten fallen ließ. Man hält bei der Europäischen Kommission, dessen Vorläuferorganisation die EWG-Kommission gewesen ist, das Andenken an diesen Gründervater der EU, an die Hallstein-Doktrin und die Hallstein-Ära wach. In seinem Lebenslauf auf der Internetpräsenz der Europäischen Kommission lesen wir von Hallsteins Ablehnung des Nationalsozialismus, von der Mitgliedschaft dieses Mannes, der angeblich den Nationalsozialismus ablehnte, im nationalsozialistischen Rechtswahrerbund lesen wir da nichts. Es würde ja auch durchaus widersprüchlich erscheinen und nicht ins Narrativ passen. Geschichte, sagte Napoleon, sei die Lüge, auf die man sich geeinigt habe. And from where they stand, we're sure it is. Wenn wir hier gelegentlich den Begriff Geschichtspolitik benutzen, meinen wir damit letztlich diese napoleonische Denkungsart. In der deutschen Geschichtswissenschaft ist der Begriff freilich erst in den 1980er Jahren populär geworden und seit Ende der 1990er Jahre systematisiert worden. 1957, gleich am 1. Januar, kam auch das Saarland zurück in die BRD. Elende Streitigkeiten und Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich gingen dem voraus, bevor sich die Bevölkerung des Saarlands schließlich am 23.10.1955 mehrheitlich mit 67% der Stimmen gegen den Frankreich zuneigenden autonomen Status quo und für die BRD entschied. Damit war das Saarland die erste Entität, der die zweifelhafte Ehre zuteil geworden war, dem Geltungsbereich des Grundgesetzes zugeschlagen zu werden. Adenauer verlautbarte beim Festakt am 1. Januar 1957 in Saarbrücken, dies sei der erste Schritt auf dem Weg zur deutschen Wiedervereinigung. Das war natürlich blanker Unsinn. Auch nach der Volksabstimmung erfolgte diese Heimholung ins Deutsche Reich, so müssen wir es jedenfalls nach der BRD-offiziellen staatsrechtlichen Lesart der Teilidentität verstehen, nicht ohne das sprichwörtliche Scheckbuch zu bemühen. Auf Grundlage des am 27.10.1956 zwischen der BRD und Frankreich abgeschlossenen Vertrags über das Saarland wurde Frankreich im Grenzgebiet zum Saarland die Ausbeutung von 66 Millionen Tonnen Kohle zugebilligt. Zudem erhielt es aus den saarländischen Gruben 24 Millionen Tonnen zum Selbstkostenpreis. Ausgefuchste Verhandler, wie es die deutschen Politiker nun einmal sind und waren, fiel ihnen gar nicht ein, sich auf die Volksabstimmung vom 23.10.1955 zu berufen und der deutschen Volkswirtschaft dieses eine Mal nicht in die Taschen zu greifen. Ein weiteres Verfassungsorgan nahm, ohne dass wir dies so recht bemerkt haben, am 7. September 1951 seine Arbeit auf, das Bundesverfassungsgericht. Immerhin erst 2 Jahre, nachdem das Grundgesetz Geltung erlangt hatte. Damit es seine Arbeit aufnehmen konnte, musste zunächst noch das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12.03.1951 auf den Weg gebracht und die politische Besetzung dieses Staatsgerichtshofes ohne volksgewählte Verfassung erfolgen. Eine weitere der vielen schlechten Traditionen, die sich in der real existierenden BRD eingelebt haben und bis heute praktiziert werden. Auch hier haben die Väter des Grundgesetzes in Artikel 94 Grundgesetz ihre Partikularinteressen verfolgend vorausschauend dafür Sorge getragen, dass die Besetzung des höchsten Gerichts fest in parteipolitischer Hand liegt. Es ist hier nicht der Ort, näher darauf einzugehen, aber natürlich werden über die Richterwahlausschüsse auch sämtliche anderen Gerichte im Bund und in den Ländern
politisch besetzt. Für den Bund regelt dies wiederum Artikel 95 Grundgesetz und das Richterwahlgesetz. In den Bundesländern sind die Regelungen teilweise in den Landesverfassungen und in den Richterwahlgesetzen festgelegt. Es kann im Parteien- und Beamtenstaat der real existierenden BRD systematisch gleich in zweierlei Hinsicht keine richterliche Unabhängigkeit geben. Zunächst würde dies in die im Grundgesetz angelegte Machtvollkommenheit der politischen Parteien eingreifen. Durchgängig bis heute erfolgt etwa die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts friedlich-schiedlich nach Parteienproporz im Wege der Ämterpatronage. Sodann sind die Richter zwar privilegiert, Artikel 97 Grundgesetz, aber in Lebenszeitanstellung nicht minder staatlich alimentierte Bedienstete und insofern jedenfalls materiell abhängig. Sie sind aber auch, falls sie nicht lebenslang an einem Amtsgericht versauern wollen, bei ihrer Beförderung auf das Wohlwollen der Exekutive des Justizministeriums angewiesen. Tocqueville würde sich mit Blick auf die Checks and Balances unter bundesdeutschen Verhältnissen im Grabe umdrehen. Als das Bundesverfassungsgericht nun seine Arbeit aufnahm, waren die wesentlichen Tatsachen längst geschaffen. Westbindung, Wirtschafts- und Sozialordnung, Alleinvertretungsanspruch, das 131er Gesetz war verabschiedet und selbst die Wiederbewaffnung hatte Adenauer mit McCloy in aller Stille längst abgefingert. Das Bundesverfassungsgericht wurde auch nicht ins Leben gerufen, um hier irgendetwas in Frage zu stellen, sondern um den eingeschlagenen Weg im Wesentlichen zu sanktionieren. Die üblichen staatsrechtlichen Dienstleistungen, wenn man so will. Es tat auch, was es sollte und würde in systemkonservierender Absicht ein Glücksgriff sondergleichen sein. Kein anderes Verfassungsorgan hat so nachhaltig dem politischen System der BRD die von seinen Funktionseliten gewünschte Legitimation verschafft wie dieses Bundesverfassungsgericht. Selbst der Legitimitätsglaube der meisten Menschen an eine Verfassung, die es in Wahrheit nach wie vor nicht gibt, geht wesentlich auf die Namensgebung, das Auftreten der Richter in den roten Roben und die veröffentlichte Meinung über eben dieses Bundesverfassungsgericht zurück. Es ist, ökonomisch ausgedrückt, ein mehr als lohnendes Investment und eines der wichtigsten Assets im Bestand der real existierenden BRD. Die Zuständigkeiten dieses Bundesverfassungsgerichts erstrecken sich auf Organstreitigkeiten zwischen den Verfassungsorganen des Bundes, Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern und die Prüfung von Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit. Antragsberechtigte sind die Bundesregierung, Landesregierung, mindestens ein Viertel der Mitglieder des Bundestags, Gerichte durch Vorlagebeschlüsse oder jeder, der sich durch den Staat, Gesetze und Gerichtsurteile in seinen Grundrechten beeinträchtigt fühlt. Jeder, der sich in seinen Grundrechten beeinträchtigt fühlt, müssen wir einschränkend ergänzen, kann zwar formal rechtliches Gehör beim Bundesverfassungsgericht für sich beanspruchen, wird dies aber in den allerwenigsten Fällen auch tatsächlich erhalten. Wir hatten bereits im Kapitel über die Realgeschichte den Hinweis gegeben, dass die weitaus überwiegende Zahl der Verfassungsbeschwerden durch Ablehnung und ohne Begründung erledigt wird. Zwischen 80-90% der Verfassungsbeschwerden werden, zumal kommentarlos, nie einer Entscheidung zugeführt. Es ist, wie Max Weber über die legale Herrschaft gesagt hat, im Wesentlichen der Legitimitätsglaube, der sie aufrechterhält. Ist er erschüttert, ist es aus mit ihr. Das Bundesverfassungsgericht nun, es hatte sich gerade konstituiert, bekam sogleich die schweren und politisch aufgeladenen Brocken auf den Tisch. Sein erster Präsident, Hermann Höpke Aschoff, schwamm, wie könnte es anders sein, irgendwo in den wenigsten trüben Randbereichen von Adenauers dreckigen Wasser herum.
Wir hatten ihn im Kapitel über die Realgeschichte im Zusammenhang mit der Fürstenenteilung bereits als preußischen Finanzminister 1925 bis 1931 kennengelernt. Als die Möglichkeit, politisch zu gestalten, an ihn herangetragen worden war, 1925 als preußischer Ministerpräsident und 1930 als Reichsfinanzminister, scheute er vor der Verantwortung zurück und lehnte ab. In dem Parlamentarischen Rat, wo er als Finanzpolitiker wesentlich für den Unitarismus im föderalistischen Schafspelz verantwortlich zeichnete, war der alte DDP-Mann auf dem FDP-Ticket eingefahren, zu deren Mitbegründern und zeitweiligen Bundesvorsitzenden er zählte. Ein Mann mit Vergangenheit auch er. Insofern er nach anfänglicher Distanz zum nationalsozialistischen Regime seit 1940 als Chefjurist der Haupttreuhandstelle Ost tief in das Unrechtsregime des nationalsozialistischen deutschen Staates im besetzten Osteuropa verstrickt gewesen war. Eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, nachdem, was wir bis hierher über den Parlamentarischen Rat und die frühe Adenauer-BRD gelernt haben, vermag uns aber auch diese Personalie kaum mehr zu verwundern. Als Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzender des Ersten Senats war Höpke Aschoff nun unmittelbar mit den ersten politischen Verfahren befasst. Die Rede ist von den Parteiverboten. 8.13. Die Schaffung eines legalistischen Gesinnungsstaats. Zwei Monate nach der Installation des Bundesverfassungsgerichts forderte die Bundesregierung das Verbot der rechtsgerichteten Sozialistischen Reichspartei, SRP. Die Partei, um den ehemaligen Wehrmachtsoffizier Ernst Otto Rehmer, der bei der Niederschlagung des Putschversuchs vom 20. Juli 1944 fest auf der Seite des nationalsozialistischen deutschen Staates gestanden hatte, war durch ihren Wahlerfolg bei den Landtagswahlen in Niedersachsen zwar in erster Linie ein regionales Phänomen, gleichwohl genügten die Ereignisse in einem Bundesland die internationale Presse und die alliierte Hohe Kommission auf den Plan zu rufen. Wie wir bereits im Kapitel über das Grundgesetz gelernt haben, gab die Hohe Kommission zu dieser Zeit vor dem Deutschlandvertrag noch uneingeschränkt die Weisungen heraus und die niederen Chargen, Bundeskanzler, Minister, Ministerpräsidenten usw. so weiter, hatten zu folgen. So auch in diesem Fall. Nach den für die SRP erfolgreichen Landtagswahlen in Niedersachsen erhielt Adenauer Order, das Heraufkommen der neuen Nazis zu unterbinden. Adenauer, seinem Beraterkreis und der von ihnen betriebenen restaurativen Politik lag ein Verbot der SRP von Hause aus eher fern, aber selbstverständlich musste er den Weisungen der alliierten Hohen Kommission Folge leisten, die ansonsten unter dem Besatzungsstatut im Bonner Kanzleramt hätte einreiten und Adenauer die Regierungsgeschäfte aus der Hand nehmen können. Schlau wie er war, verband er das Parteiverbot der SRP mit einem Verbotsantrag auch gegen die KPD. Die Alliierten hatten ein Verbot der KPD allerdings nicht nur nicht gefordert, sondern sprachen sich öffentlich sogar dagegen aus. Wie Josef Foschepoth ausführt. Quote: Auch gegenüber dem Bundeskanzler machten die Amerikaner immer wieder deutlich, dass sie von einem KPD-Verbot nichts hielten. Im Juli 1950, wenige Tage nach Ausbruch des Koreakriegs, wies John McCloy im Nordwestdeutschen Rundfunk unmissverständlich darauf hin, dass er ein Verbot der KPD ablehne, und zwar solange den Kommunisten nicht nachgewiesen werden könnte, dass sie die Bundesregierung gewaltsam stürzen oder die Bevölkerung zu Revolten aufwiegeln wollen. Generalmajor Bishop, britischer Landeskommissar von Nordrhein-Westfalen, betonte wenige Wochen später, ebenfalls im Nordwestdeutschen Rundfunk, auch die Briten hätten nicht die Absicht, die KPD zu verbieten. Auch die Franzosen machten immer wieder deutlich, dass sie gegen ein Verbot der KPD waren. Endquote. Letztlich
Verhielten sich die Westalliierten gegenüber ihren westdeutschen Verbündeten aber nach dem Muster, das sich bereits seit 1948 abzeichnete. Solange sie ihre wesentlichen Interessen in der geopolitischen Gemengelage des Ost-West-Konflikts gewahrt sahen, waren sie auch bereit zu Zugeständnissen gegenüber ihrer westdeutschen Kamarilla. Insofern war ihnen das Vorgehen der Bundesregierung gegen die SRP recht und sie billigten das Vorgehen gegen die KPD stillschweigend, ohne es ausdrücklich gutzuheißen. Das Verbotsverfahren gegen die SRP ging dann, wie von den Alliierten bestellt, so geliefert, auch schnell und reibungslos über die Bühne. Die SRP hatte sich dem zu erwartenden Verbot durch das Bundesverfassungsgericht am 23.10.1952 zuvorgekommen bereits am 12.09.1952 selbst aufgelöst. Nur das Verbot der KPD zog sich in der Länge. Erst am 10. August 1956 erfolgte dieses Verbot durch das Bundesverfassungsgericht. Foschepoth geht davon aus, dass das lange Herauszögern trotz erheblichen Drucks durch die Bundesregierung letztlich auf Skrupel auf Seiten Hermann Höpker-Aschoffs zurückzuführen sei. Man mag dem ersten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts auch nicht absprechen wollen, aus eigenen Irrwegen und der deutschen Geschichte gelernt zu haben und jedenfalls die Hand im Staatsdienst des deutschen Staates nicht noch einmal zu politischer Justiz reichen zu wollen. Fakt ist, dass Höpker-Aschoff zunächst am 15. Januar 1954 sterben musste, bevor es unter einem neuen Gerichtspräsidenten und Vorsitzenden am 7.8.1956 zum Verbot der KPD durch das Bundesverfassungsgericht gekommen ist. Adenauer hatte so, nach 55 Monaten, doch noch bekommen, was er verlangte. Foschepoth weist in diesem Zusammenhang auf eine so ins Werk gesetzte ideologisch motivierte Einhegung der Verhältnisse hin, die für das Verständnis der ideologischen Enge und bis heute wirkmächtigen Denk- und Sprechverbote im veröffentlichten Diskurs der real existierenden BRD von größter Tragweite ist. Und das ist jetzt in der Tat, Zitat Foschepoth, das ist jetzt in der Tat sehr wichtig, Quote, mit dem gleichzeitigen Verbotsantrag gegen die SRP und die KPD war der Bundesregierung ein politischer Coup gelungen, der weder gegen die eine noch gegen die andere Partei allein möglich gewesen wäre. Zu groß wären die politischen Widerstände in dem einen wie dem anderen Fall gewesen. Die angebliche Gleichbehandlung des politischen Radikalismus, die Adenauer schon in seiner ersten Regierungserklärung angesprochen bzw. angedroht hatte, schien zum ersten Mal umgesetzt worden zu sein. Jetzt hatte die Regierung freie Hand, die Bedrohung von rechts und von links nach ihrem Gusto neu zu gewichten. Dies hatte den politischen Charme, dass die bürgerliche Mitte, in der sich die Masse der alten und neuen Nationalisten tummelte, wieder einmal ungeschoren davonkam. Endquote. Mit der radikalen Beschneidung des politisch Opportunen, nur wenig links und rechts von der in klaustrophobischer Enge verharrenden Mitte ist es den Systemparteien gelungen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in einen Zangengriff zu nehmen, der Systemalternativen oder allein das Nachdenken über Systemalternativen in den Ruch der Verfassungswidrigkeit rückt und die Schutzmacht des Staates und wehrhafte Demokratie, wie diese Phrasen eben heißen, jederzeit gegen Feinde der Demokratie in Anschlag zu bringen weiß. Dabei sind die so gelabelten Feinde der Demokratie in aller Regel nur unliebsame politische Mitbewerber, mit denen man die sich selbst 1948-49 eingeräumten und seither ausstaffierten Privilegien im Parteienstaat nicht teilen will. Und vor diesem Hintergrund versteht man dann auch, wie eben mit Wettbewerbern oder eben Mitbewerbern bis heute umgegangen wird, eben
gerade dieser Tage mit der, ja, mit der Blauen Partei. Die nachgerade ritualisiert erfolgenden Beobachtungen neuer politischer Mitbewerber durch den Verfassungsschutz und der Alarmismus der veröffentlichten Meinung in den breiten Medien als auch im akademischen Betrieb angesichts von Wortbekundungen, die nur ein wenig außerhalb des allzu engen Korridors der bürgerlichen Mitte erfolgen, erklären sich auf den frühen Blaupausen der Parteiverbote und politischen Justiz. Ein, wenn man so will, Totalitarismus der Mitte, der um keinen Deut besser ist als ein rechter oder linker Totalitarismus. Schädlich ist weniger die jeweilige politische Windrichtung, als vielmehr der damit verbundene totalitäre Absolutheitsanspruch, der den Diskurs über gesellschaftliche Möglichkeitsräume erstarren lässt. In gewisser Weise ist der mittegelagerte Totalitarismus sogar noch gefährlicher als der rechte oder linke, weil er sich der traditionell dichotom geschulten politischen Urteilskraft schwerer zu erkennen gibt. Im repressiven Gesinnungsstaat selbst hat sich inzwischen die politische Ausrichtung der Staatsangehörigen im engeren Sinne, also der staatlich Bediensteten und Parteipolitiker, seit den Anfangsjahren des westdeutschen Teilstaats von rechts nach links im westdeutschen Reststaat verschoben. Der Spin, den die Geschichtspolitik und der veröffentlichte Diskurs so erhalten hat, ist ein anderer. Auch was die bürgerliche Mitte ist, wird so beständig neu definiert und wir stellen uns den deutschen Bürger als einen materiell durch diesen Staat überforderten und ideell zutiefst verunsicherten Menschen vor. Das ist ja inzwischen so, also sowas, was bei der Union in den 1980er Jahren programmatisch war, letztlich in der Mitte der Gesellschaft stattgefunden hat, das ist ja dann heute schon als rechts gelabelt. Ja, also das heißt, der totalitäre Anspruch bleibt, aber die Gesinnung verschiebt sich eben von Zeit zu Zeit und der Staat und seine Bediensteten und seine Institutionen toben dann einfach los, gerade wohin ihnen dann der Marschbefehl gegeben wird. Der andere große Topos, an dem das Bundesverfassungsgericht auftragsgemäß von der ersten Stunde seines Wirkens an mitgestrickt hat, ist der von der Rechtsnachfolge und dem Phantom des Deutschen Reiches, das mit der Debellation wie durch ein Wunder und wieder jede Vernunft nicht untergegangen sei. Ein mächtiges Seitenstück der Entwicklung deutscher Staatlichkeit und wiederum preußisches Erbe ist dabei die starke Verrechtlichung sämtlicher Lebensbereiche unter dem zu starken Einfluss der Fachjuristen. Sundheimer Bleek weisen im Zusammenhang der notorischen Transformierung von politischen und eigentlich nur politisch zu lösenden Fragen in formale Rechtsprobleme auf diese Tendenz hin. Quote: Politische Probleme in formale Rechtsprobleme zu transformieren und unter juristischen Gesichtspunkten zu diskutieren. Diese Tendenz geht vor allem auf das Konto der Juristen, die seit jeher das Rückgrat der deutschen Bürokratie und der Interessenorganisationen bilden und das öffentliche Leben bis hin zu den heutigen Parlamenten stark geprägt haben. Rechtliche Streitigkeiten hemmen die Entwicklung eines balancierten Föderalismus. Und die Politiker selbst haben die Neigung, politische Streitigkeiten durch die höchsten Gerichte klären zu lassen. Die Fixierung auf das formale gesetzte Recht verstellt dabei oft den Blick auf die eigentlichen Probleme. Endquote. Und da beißt sich dann die Katze eben in den Schwanz, wenn man eben sieht, dass diese höchsten Gerichte dann wiederum politisch besetzt sind. Nach Parteienproporz. Es sind aber keinesfalls nur politische Problemlösungsstrategien, die so verlernt werden. Die rechtspositivistische Überschussproduktion im Bunde mit dem Glauben
an den über alle Lebenslagen wachenden Rechtsstaat, durchaus in Analogie zum allumsorgenden Sozialstaat, haben inzwischen dazu geführt, dass Menschen einfachste Lebensbezüge, Nachbarschaftskonflikte, Blechschäden im Straßenverkehr, verbale Entgleisungen und so weiter nicht mehr von Mensch zu Mensch regeln können, sondern, wie schon in Gesundheitsfragen, den Staat und staatlich examinierte Freiberufler mit der Sache befassen müssen. Ohne es im Einzelfall zu bemerken, begeben sie sich so in die Hände von Fachmenschen, die neben dem Wohl ihrer Patienten, respektive Klienten, noch ganz andere Agenden verfolgen müssen, weil sie ihrerseits unter leblosen systemischen Imperativen ihrer Standesordnungen, des Gesundheits- oder Rechtssystems stehen. Soziale Potenziale der Konfliktbeilegung und individuelle Potenziale der Resilienz bleiben so unterentwickelt, wenn der Staat, dem ihm eigenen totalitären Anspruch folgend, die Gesellschaft und die persönlichen Lebensbezüge beständig regulierend, reglementierend und kontrollierend usurpiert. Verkehrungen unversehrten Menschentums, die ob ihrer Omnipräsenz kaum mehr als solche wahrgenommen werden. Wer es fassen kann, möge einmal darüber meditieren, dass die Idee der Gnade, die im Zentrum des Kerygmas des Nazareas steht, das ganz andere der Idee ist, Recht zu bekommen. Wer es fassen kann, möge einmal darüber meditieren, dass die Idee der Gnade, die im Zentrum des Kerygmas des Nazareas steht, das grundsätzlich andere der Idee ist, Recht zu bekommen. Die 1960er Jahre brachten die Notstandsgesetze, über die bereits seit den späten 1950er Jahren gestritten worden ist, die aber erst 1968 mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit verabschiedet worden sind. Die SPD hatte so die Gelegenheit, wieder einmal vorzudemonstrieren, dass Teilhabe an der Macht und Ämterpatronage das einzige Movens dieser Partei war und ist, die sich bereits 1918-19 überlebt hatte. Adenauer, schon bei Amtsantritt im fortgeschrittenen Pensionärsalter, trat 1963 endlich ab, nachdem er im Windschatten des Ost-West-Konflikts der real existierenden BRD in den Strukturen längst das restaurative Gepräge gegeben und sie der Westbindung bedingungslos ausgeliefert hatte. In Teilen der Bevölkerung zeigte sich zum Ende der Dekade, nicht zuletzt wegen der Notstandsgesetze, Unmut, der auf die Straßen und Plätze getragen worden ist. Es formierte sich angesichts der Alternativlosigkeit der ersten großen Koalition, die die BRD kannte, die außerparlamentarische Opposition, APO, die über mehr oder minder sektiererische, studentische und intellektuelle Kreise hinaus kaum eine Breitenwirkung entfalten konnte und ideologisch dem Ost-West-Konflikt verhaftet geblieben ist. Dies wird noch im Einzelnen zu entwickeln sein. Zunächst wenden wir unseren Blick aber noch einmal der Aufnahme von Zehntausenden durch ihre Tätigkeit im nationalsozialistischen deutschen Staat erheblich belasteten Richtern und Beamten im Staatsdienst der BRD zu. Die Westalliierten hatten im Wesentlichen ihren Frieden mit dem neuen Verbündeten und auch mit den neuen alten Funktionseliten im westdeutschen Teilstaat gemacht. Sie verfolgten angesichts des Ost-West-Konflikts andere Prioritäten und griffen in die inneren Angelegenheiten nur selten, wie etwa beim SAP-Verbot, oder clandestin mit geheimdienstlichen Mitteln ein oder nutzten das Erpressungspotenzial, dem sich der westdeutsche Teilstaat durch seine irrwitzige Rechtsnachfolgepolitik und seine obsessiven Exportambitionen ständig aussetzte, wenn es darum ging, westdeutsche Regierungspolitiker zu bewegen, wieder einmal das Scheckbuch auf und German Money locker zu machen. Weniger konziliant beobachtete und kommentierte der andere ostdeutsche Teilstaat, die DDR, die in der Tat angreifbare Restauration der alten Strukturen in Justiz und Verwaltung der BRD. Man hatte dort, wie wir gesehen haben, den alten Zopf des
Berufsbeamtentums immerhin abgeschnitten. Dass eine solche PR-Kampagne erfolgen würde, war angesichts der Systemkonkurrenz der beiden Teilstaaten und des überheblichen Auftretens der BRD-Politiker, deutscher Alleinvertretungsanspruch, Nichtanerkennung der DDR, alleinige deutsche Staatsbürgerschaft, Hallstein-Doktrin, vorhersehbar. Adenauer hatte in einer Regierungserklärung vom 21. Oktober 1949 zur Gründung der DDR gesagt, quote, sie ist zustande gekommen auf Befehl Sowjetrusslands und unter Mitwirkung einer kleinen Minderheit ihm ergebenen Deutscher. Endquote. Das Gleiche ließe sich ja, aber das schreibe ich hier, glaube ich, auch, mit Blick auf Adenauer und seine Kamarilla sagen. Das stimmt zwar, nur lagen die Dinge bei der Gründung der BRD, wie wir gesehen haben, keineswegs besser. Und war die westdeutsche Kamarilla um Adenauer, den Westalliierten, allen voran den USA, nicht weniger ergeben als die ostdeutsche Kamarilla um Grotewohl der Sowjetunion. Es war im Grunde also der Falsche, der hier das Richtige aussprach. 8.14 Strukturelles und personelles Erbe aus dem NS-Staat. Die Reaktionen wiederum aus den Innereien des westdeutschen Teilstaats auf die Offenlegung der zum Teil skandalösen Zustände, namentlich im Bereich der BRD-Justiz durch Material aus der DDR, führen uns einmal mehr erschütternd vor Augen, dass die Geschichtspolitik der real existierenden BRD von Anbeginn hochselektiv und scheinheilig gewesen ist und die persönlich zurechenbare Haftbarmachung von Schergen des nationalsozialistischen deutschen Staates ausgeblieben ist, als sie möglich und geboten gewesen wäre. Stattdessen können wir uns das heute noch anhören. Also ich bin 1970 geboren. You cannot invent it. Bereits Ende der 1950er Jahre waren von der DDR unterstützt Publikationen lanciert worden, in denen Kriegsverbrecherakten aus Polen, der Tschechoslowakei und den Niederlanden ausgewertet worden waren und die den Schluss nahelegten, dass insbesondere im Justizapparat der BRD eine Mehrheit der Juristen durch alle Gerichtszüge hindurch bis hinauf zum BGH bereits im nationalsozialistischen deutschen Staat im Dienst gewesen waren. Dies war bei näherem Hinsehen die unausweichliche Konsequenz des Artikel 131 Grundgesetz und des 131er Gesetzes, das einer Generalamnestie gleichkam und Eckart Kehrs alte These bekräftigt, dass wir es mit den Berufsbeamten, Richter inklusive, mit einer sozialen Schicht sui generis zu tun haben, die ihre Standesinteressen auch über Systembrüche hinweg wahrt. Letztlich ein analoges Phänomen zu der Besitzstandswahrung der großbürgerlichen Eigentümerinteressen, die ihre Kapitalien durch alle Systemzusammenbrüche und Währungsreformen hindurch wahren oder sogar vermehren konnten. Eine zentrale Rolle bei der Aufarbeitung der dunklen Vergangenheit der BRD-Richter spielte der Ostberliner Ausschuss für Deutsche Einheit, ADE. Die von ihm publizierten und in der BRD verbreiteten Broschüren trugen reißerische Titel wie, quote, gestern Hitlers Blutrichter, heute Bonner Justizelite, endquote, von 1957, quote, wir klagen an, 800 Nazi-Blutrichter, Stützen des Adenauer-Regimes, endquote, 1959, bis hin zu dem, quote, Braunbuch über Kriegs- und Nazi-Verbrecher in hohen Positionen der Bundesrepublik und in West-Berlin, endquote, von 1965. Die Ministerialbürokratien der Bonner Republik verfielen angesichts der Herkunft der Enthüllungen aus dem ostdeutschen Einflussbereich in den üblichen antikommunistischen Reflex und versuchten deren Glaubwürdigkeit ohne inhaltliche Prüfung, wie bei der Stalin-Note, als kommunistische Propaganda zu diskreditieren. Diskursverhindernde Sprachspiele, die sich in der politischen Kultur der real existierenden BRD tief eingenistet haben. Dies trieb sogar die skurrile Stilblüte
dass man unter Verweis auf die Hallstein-Doktrin eine Zusammenarbeit mit der DDR bei der Aufbearbeitung des belastenden Materials ablehnte, weil eine solche Kooperation die von der BRD als staatlich anerkannte DDR aufwerten könnte. Der Erfolg dieser Strategie, den Überbringer der Nachricht zu meucheln und damit die Nachricht verschwinden zu lassen, hielt sich allerdings in Grenzen. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS nahm sich der Sache an und organisierte eine in Karlsruhe, eine wegen der Ansässigkeit von BGH, Bundesanwaltschaft und Bundesverfassungsgericht exponierte Örtlichkeit beginnende Wanderausstellung, die von 1959 bis 1962 in zahlreichen deutschen und Städten des europäischen Auslands gastierte. Einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie der Historiker Golomann, der Soziologe Wolfgang Abendroth, der Theologe Martin Niemüller und Helmut Gollwitzer, der Philosoph Wilhelm Weischedel, der Schriftsteller Günter Grass und Wolf-Dietrich Schnurre und der Verbandsfunktionär Heinz Galinski, unterstützten diese Aufklärungskampagne. Es handelte sich, und deshalb sind sie hier namentlich genannt, bei diesen Unterstützern tatsächlich um vereinzelte Individuen. Die staatstreuen Großgewerkschaften und die Anstaltskirchen rührten sich nicht. Insofern der SDS die Studentenorganisation der SPD war, versuchten der Bundesvorstand, Knüringen, Ollenhauer, Wiener, sogar die Ausstellung zu torpedieren. Die Ortsverbände der SPD wurden angewiesen, die Ausstellung unter keinen Umständen zu unterstützen. Die Karlsruher Ausstellungsmacher wurden gar aus der SPD ausgeschlossen und in West-Berlin unter der Regentschaft des lupenreinen Demokraten Willy Brandt als Oberbürgermeister versuchte der Senat mit preußischer Gründlichkeit die Ausstellung zu verhindern, wie wir bei Stefan Alexander Glienke lesen. Quote: Zunächst verhinderten die Senatoren für Justiz und Volksbildung, dass die Ausstellung in einer der beiden Westberliner Universitäten stattfinden konnte. Die Rektoren und Bezirksämter der Stadt erhielten ein Rundschreiben der Berliner Justizverwaltung, in dem eindringlich vor der Veranstaltung gewarnt wurde. Die Organisatoren seien von sowjetzonaler Seite inspiriert. Das ganze Vorhaben stelle einen Akt öffentlicher Agitation zugunsten sowjetzonaler Stellen dar. Die Veranstaltung diene nur dem Zweck, das Ansehen der Justiz als tragenden Pfeiler der öffentlichen Ordnung in Frage zu stellen und die politische Ordnung in West-Berlin zu stören. Schließlich bot ein lokaler Kunsthändler an, seine Galerie am Kurfürstendamm zur Verfügung zu stellen. Nun bemühte sich der Berliner Senat darum, ihn zur Rücknahme seiner Zusage zu veranlassen. Parallel dazu wurde versucht, die Hauseigentümerin zu einem Verbot der Ausstellung zu bewegen. Der Senat legte ihr nahe, der Galerie Springer den Vertrag zu kündigen, da diese mit der Ausstellung dem regierenden Bürgermeister Willy Brandt in einer politisch schwierigen Zeit in den Rücken falle. Endquote. Da war er wieder. Der alte Attentismus der Sozialdemokraten, auch sie hatten seit 1918-19 nichts gelernt und nichts vergessen. Trotz erheblicher Bemühungen durch den politischen Betrieb der real existierenden BRD ließ sich die Zahnpasta aber nicht mehr zurück in die Tube bringen. Die Ausstellung bahnte sich durch private Initiative Einzelner und die Aufnahme in die Berichterstattung einiger Blätter, Spiegel, Stern, Süddeutsche Zeitung ihren Weg in eine breitere Öffentlichkeit. Besonders peinlich für die westdeutsche Kamarilla wurde es, als die Causa der Blutrichter im Staatsdienst der BRD im August 1958 das britische Unterhaus beschäftigte. Dort hatten einige Abgeordnete diesbezügliche Anfragen an die britische Regierung gerichtet. Dies führte unmittelbar dazu, dass die Justizminister des Bundes und der Länder auf ihrer Konferenz in Bad Harzburg im Oktober 1958 in Windeseile die Einrichtung der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen beschlossen, die auch schon am 6. November 1958 aus dem Boden gestampft wurde. Dies war jedoch keinesfalls der Läuterung
und inneren Einsicht der politischen Klasse der BRD zu verdanken, sondern sollte das medienpolitische Ablenkungsmanöver von der offensichtlichen Unterwanderung des BRD-Staats durch alte NS-Neuschaften dienen. Bei Manfred Grötemarker lesen wir, Quote, im Bund und in den Ländern war man also nach anfänglichem Zögern um Schadensbegrenzung bemüht, um vor allem im Ausland neuem Misstrauen gegen den demokratischen Aufbau der Bundesrepublik entgegenzuwirken. Endquote. Auch Mark Mickwell macht auf diese medienpolitische Instrumentalisierung der Ludwigsburger Zentralstelle aufmerksam, während der eigentliche Handlungsbedarf bei den belasteten Richtern, wie wir gleich noch genauer sehen werden, weiter bestehen blieb. Quote, so bot sich die Gründung der zentralen Stelle, indem sie ein klares Zeichen für die justizielle Aufarbeitung von NS-Unrecht setzte, gleichsam als Ventil für den massiven außenpolitischen Druck an, ohne dass man hinsichtlich der belasteten Richter aktiv werden musste. Auch der Bundesjustizminister wollte die Gründung der zentralen Stelle zur Aufbesserung seines Ansehens nutzen, das zumindest in England aufgrund seiner kategorischen Abwehr der ostdeutschen Vorwürfe arg ramponiert war. Endquote. Wir lernen hier viel über die BRD als unter internationaler Beobachtung stehender Staat auf Probe kennen. Kampagnenstarke Initiativen aus dem als respektabel angesehenen westlichen Ausland hatten stets größere Aussicht, den jeweiligen Statthaltern in Bonn eine politische Reaktion abzuringen, als etwa der Unmut der von der politischen Partizipation ferngehaltenen eigenen Bevölkerung. Ein im politischen Betrieb sozialisierter Reflex, der sich auch in der Berliner Republik erhalten hat. Zugleich wurden die offenkundigen Probleme personeller und struktureller Invarianten im BRD-Staat nicht beseitigt, sondern wurde ein zumeist kostenintensiver Symbolismus der pauschalen Bußfertigkeit inszeniert, der von konkreter Zurechenbarkeit eher ablenkte. Die Geschichtspolitik der real existierenden BRD blieb somit hochselektiv. Eine unter Einfluss der vertriebenen Verbände zustande gekommene Initiative Bayerns, von der Ludwigsburger Zentralstelle auch, quote, Verbrechen an Deutschen in der Kriegsgefangenschaft bei der Vertreibung und gewaltsamen Aussiedlung, sowohl im Zusammenhang mit der Rechtsunsicherheit der ersten Nachkriegsjahre, endquote, erfassen zu lassen, konnte keine Mehrheit finden. Dies hätte wiederum den von Adenauer und den Amtskirchen rezipierten Schuldspruch über das deutsche Volk aus dem Potsdamer Abkommen in Frage gestellt. So konzentrierte sich die zentrale Stelle keineswegs auf die Aufklärung von Kriegsverbrechen im Allgemeinen, noch auf die Aufklärung von nationalsozialistischen Kriegsverbrechen insgesamt, sondern im Schwerpunkt auf Kriegsverbrechen gegen Juden durch Truppen des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit 8.15. Das greift zurück auf die letzte Kapitelüberschrift. Strukturelles und personelles Erbe aus dem NS-Staat. Moment, hier sind wir. Und die Verweigerung der tätigen Reue. Ja, dann nehmen wir diesen Faden auf. Die einzige Beleuchtung, die ich jetzt hier gerade noch habe, ist der Bildschirm. So. In Freiheit und Verantwortung werden wir und vergehen wir. In Freiheit und Verantwortung spreche ich diese Worte. In Freiheit und Verantwortung nehmet sie an oder verwerfet sie.